Ein herzliches Salvete von eurer Lateintutorin Olivia. Wir wollen heute den Umgang mit Relativpronomen in indikativischen Sätzen üben. Dazu werden wir kurz die Formen der Relativpronomen wiederholen. Außerdem geht es darum, sie im Satz mit ihrem Bezugswort zu finden. Und zu guter Letzt die Übersetzung zu trainieren. Damit dieses Video für dich wirklich eine Übung ist und du dein Wissen testen kannst, solltest du die Formen der Relativpronomen schon kennen und wissen, worauf es bei der Übersetzung von Relativsätzen ankommt. Insbesondere mit dem Zusammenhang von Relativpronomen und Bezugswort solltest du vertraut sein. Die erste Übung besteht darin, die Formen zu wiederholen. Bestimme dazu die folgenden Formen: Quorum, quas, cui, quibus, quem und quae. Die Zahlen in den Klammern geben an, wie oft sich die Formen bestimmen lassen. Drück auf Pause und überlege erst einmal selbst, dann vergleichen wir die Lösungen. Die Pausenfunktion solltest du immer nutzen, um dir Zeit für die Bearbeitung einer Aufgabe zu nehmen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com